Bestimmt hast du das auch schon mal erlebt. Du hattest ein oder mehrere schöne Dates mit einem tollen Mann. Die Verbindung und Chemie zwischen euch war großartig und im Bett lief es auch wunderbar. Und auf einmal, aus unerfindlichen Gründen, hat sich der Mann nicht mehr bei dir gemeldet. In anderen Worten, er hat aufgehört, sich um dich zu bemühen. Die Fragen, die in so einem Fall bei vielen Frauen aufkommen, sind: Was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht? Und was kann ich tun, damit der Mann wieder aktiv wird und sich wieder um mich bemüht? Wenn du dich darin wiederfindest, dann bist du hier genau richtig, denn du wirst erfahren, was du das nächste Mal tun kannst, wenn ein Mann sich nicht mehr um dich bemüht. Hallo meine Liebe, Roland Demian hier, dein Coach. Wenn du mit beiden Beinen im Leben stehst und du liebend gern eine Beziehung hättest, aber aus irgendwelchen Gründen will es einfach nicht klappen und nun willst du deine inneren Blockaden und Bremsen auflösen, damit du einen Mann auf Augenhöhe in dein Leben ziehst, um mit ihm eine dauerhafte und glückliche Beziehung zu führen. Es kommen so viele Frauen in mein Coaching, die genau von diesem Problem betroffen sind. Und in einer meiner letzten Live-Calls mit den Teilnehmerinnen meines Coachings habe ich den Frauen eine Metapher aufgezeigt, die sie dabei unterstützen soll, ihr Mindset gegenüber Männern zu verändern. Und diese Metapher sieht wie folgt aus. Du als Frau bist die Arbeitgeberin oder die Chefin oder der CEO und der Mann ist der Bewerber. Und wie gesagt, es geht hier nicht darum, das wörtlich zu nehmen, sondern es als eine gewisse Art Einstellung und Mindset zu sehen. Was bedeutet es nun für dich als Frau, dich als CEO deines Liebeslebens zu sehen? Es bedeutet, dass es an Männern nicht mangelt, sondern dass es Männer in Fülle gibt. Es gibt Millionen von Männern da draußen. Und da macht es absolut keinen Sinn, einen Mann, auch wenn du ihn noch so toll findest, als den einzigen tollen Mann zu sehen, den es überhaupt gibt. So nach dem Motto: Wenn ich diesen einen Mann verliere, werde ich nie wieder so einen tollen Mann finden. Das solltest du auf gar keinen Fall tun. Es gibt tatsächlich Männer in Hülle und Fülle da draußen. Und auch wenn du es im Moment nicht glauben kannst, bitte ich dich, dich diesem Gedanken zu öffnen. Und für eine dauerhafte und glückliche Beziehung ist nur ein einziger Mann von diesen ganzen Männern nötig. Darum macht es absolut keinen Sinn, aus der Angst heraus zu handeln. Denn wenn du aus der Angst heraus handelst, dann gibst du deine Macht ab. Du gibst deine Macht an den Bewerber ab. Dann bist du plötzlich nicht mehr die Person, die jemanden einstellt, sondern du wirst zu der Person, die regelrecht um einen Job bittet und bettelt. Also, die Position, in der du dich befindest, ist entscheidend. Lass uns nun das Ganze darauf übertragen, wenn sich ein Mann nicht mehr bei dir meldet. Was passiert in so einem Fall bei vielen Frauen? Diese Frauen schauen auf ihr Handy in der Hoffnung, dass der Mann sie anruft oder schreibt. Oder sie stalken ihn bei Social Media, um zu sehen, ob er dort irgendwie aktiv ist. Oder sie schreiben den Mann unter dem Vorwand, ja, dass er sich schon lange nicht mehr gemeldet hat und dass sie sich Sorgen machen und hören wollten, wie es ihm geht. Oder sie schreiben dem Mann direkt, dass sie ihn vermissen. Und ich kann diese Verhaltensweise sehr gut verstehen, weil sie absolut menschlich ist. Aber die Wahrheit ist, dass dieses Verhalten kein Verhalten eines CEO ist. Und du weißt es und ich weiß es. Dass es einen Riesenunterschied macht, ob du aus der Fülle und dem Selbstvertrauen handelst oder aus der Angst und Unsicherheit. Gleichgültig, wie das Bild eines CEO vor deinem geistigen Auge aussieht, aber ich bin mir absolut sicher, dass der CEO nicht auf den Parkplatz rennt, um zu sehen, wo der Bewerber bleibt und warum er nicht zu dem Gespräch aufgetaucht ist. Und warum nicht? Weil der CEO ganz genau weiß, dass es so viele Leute gibt, die bei ihm in der Firma arbeiten wollen. Und er oder sie hat es nicht nötig, sich aufzuregen, warum der Bewerber nicht zum Gespräch erschienen ist. Wenn es dir schlecht geht und du dich nicht gut fühlst, weil du einen bestimmten Mann magst und du Gefühle für ihn hast, dann kann ich sehr gut verstehen, dass du in diesem Moment keinen anderen Mann willst. Darum lass mich dir kurz ein Geheimnis verraten, warum Männer verschwinden und sich nicht mehr um dich bemühen. Und das Geheimnis lautet: Es spielt keine Rolle. Wenn du Antworten auf die Fragen willst, die ich am Anfang gestellt habe und die sich Frauen stellen, wenn ein Mann sich plötzlich nicht mehr meldet, hier sind sie. Was ist passiert? Keine Ahnung. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht etwas, aber vielleicht auch nichts. Und was kann ich tun, dass der Mann wieder aktiv wird und sich mehr um mich bemüht? Nichts. Und ich weiß, diese Antworten sind nicht zufriedenstellend, aber sie sind wahr. Und vielleicht denkst du dir jetzt:
Hey Roland, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich schaue mir hier das Video an, damit du mir dann sagst, dass ich diesbezüglich nichts tun kann. Ich bitte dich, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Die Tatsache, dass du nichts dagegen tun kannst, ist eigentlich befreiend. Denn du musst dir nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen und dich selbst malträtieren, warum der Mann emotional nicht verfügbar ist und sich nicht zu dir hingezogen fühlt. Das heißt, du kannst einfach weiterziehen, um einen anderen tollen Mann zu finden. Außerdem ist ein Mann, der emotional nicht verfügbar ist und sich nicht zu dir hingezogen fühlt, eh nicht der richtige Mann für dich. Wenn du einem Mann gegenüber emotional stabil sein willst, dann ist es ganz wichtig, dass der Mann nicht zu viel Macht über deine Gefühlslage bzw. über dich hat. Und am allerwenigsten, wenn er nicht dein fester Partner ist. Ich weiß, dass es sich sehr gut anfühlt, ein tolles Date zu haben, das dir Hoffnung gibt und eine tolle Verbindung und Chemie zu spüren. Aber du solltest dir immer eines vor Augen halten. Kein Mann ist real bzw. kein Mann gehört dir, solange er nicht dein fester Partner ist. Und mit dieser Einstellung wirst du einen Mann in Zukunft viel leichter loslassen können, wenn er sich nicht mehr bei dir meldet bzw. wenn er sich nicht mehr um dich bemüht. Wenn du zu der Frau werden willst, die durch ihre innere Ausstrahlung anzieht, auf den richtigen Mann wirkt, dann sollten wir auf jeden Fall, am besten per Zoom, miteinander sprechen. In einem absolut kostenfreien Erstgespräch schauen wir, ob mein Coaching-Programm zu deiner Situation passt. Willst du deine inneren Blockaden und Hindernisse auflösen, die dich von einer wunderbaren Beziehung abhalten? Wenn ja, mach jetzt Folgendes. Klicke auf den Link unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung oder auf diese Infobox hier oben. Fülle den darauffolgenden Fragebogen aus und ich melde mich anschließend bei dir per E-Mail zur Terminvereinbarung. Ich freue mich auf dich. Es bringt einfach nichts, dich aufzuregen oder wütend zu sein oder dich revanchieren zu wollen, wenn ein Mann sich einfach nicht mehr bei dir meldet. Das Beste, was du tun kannst, ist, einen Mann zu finden, der gerne mit dir zusammen sein will. Und deine Aufgabe ist es, genau nach diesem Mann Ausschau zu halten. Zusammengefasst können wir festhalten, erinnere dich immer daran, dass du der CEO deines eigenen Liebeslebens bist. Und frage dich vor jeder Handlung, ob ein CEO sich genauso seiner Bewerber gegenüber verhalten sollte. Und dann verhältst du dich genauso, wie es der CEO tun würde. Wenn dir dieses Video nützlich war, dann lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Hinterlasse mir auch gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen und sage alles Liebe, dein Roland.